Aber guck mal, wenn wir das Dach schon mal drauf haben, ne, das ist ja schon mal auch die halbe Miete. Gut, wenn ich das Dach jetzt normal baue, dann wird das nicht so hoch. Das ist schon mal eigentlich, das ist schon echt angenehm. Ich fand das irgendwie cool. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gesehen. Ich habe das auch bei Minecraft Dungeons gesehen, lustigerweise. Dass das Haus, dass das Dach halt so gebaut wurde. Das fand ich eigentlich cool, aber das geht vielleicht nur, wenn das Gebäude an sich eine größere Fläche hat. Ich glaube, wenn das so schmal ist, dann wirkt das nicht so geil. Könnte sein, dass auf der Seite das richtig gut wirkt, weil das wesentlich breiter ist. Müsste mal alles testen. Müsste man alles mal testen. Bei Gelegenheit. Hopsch. 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 Falls ihr euch jetzt gerade sagt, boah, ist das gerade langweilig, oder das Dach wieder wegkloppen? Ja, gehört dazu. Ja. Wenn man was hinbaut, muss man es auch wieder wegreißen, wenn es einem nicht gefällt. Das ist leider die traurige Wahrheit über Minecraft. Wenn es dir nicht gefällt, mach's neu. Mach's nochmal. Ich muss darüber. Den Boden müsste ich immer noch fertig machen hier mit Birke. Ich glaube, Birke habe ich nicht mehr, ne? Aber Birke war alle. So. Den Stein kann ich theoretisch sogar da drauf lassen schon. So. Das meiste fällt runter, das holen wir uns gleich wieder. Ich fände es lustig, weil sie sagen, irgendwie cool, wenn der Berg hier, wenn hier kein Schnee wäre halt, ne? So, meins. Gut. Bleiben wir beim klassischen Design. Gut, dann kann ich eigentlich... das hier erstmal umcraften. Ich brauche was zu essen. Ich habe nicht mehr genug zu essen. Aber ich habe Tomaten. Die Tomaten wachsen noch gut. Ah, oh, guck mal, die Birnen wachsen auch gut. Und die Tomaten wachsen gut. Die wachsen richtig gut. Das scheint die perfekte Höhe für die zu sein, ne? Sind die Kartoffeln fertig? Ja, die sind fertig. Nice. Sehr, sehr gut. Ist das hier fertig? Nee. Dann muss ein bisschen drüber klicken. Der Tee. Oh, der ist fertig. Pfefferminze. Oh, Knoblauch. Knoblauch. Oh yeah, Knoblauch. Da kann man ruhig ein bisschen sich gönnen. So, hauen wir mal ein bisschen Pfefferminze rein. Für den guten Atem, ja. So, brauche ich jetzt hier noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Ich hätte ja auch gerne irgendwie, ich hätte schon Bock mal so ein paar andere Designs auszuprobieren, ne? Weißt du, was ich auch cool fände? Ich könnte natürlich hier noch eine Wand hinmachen, da hätte ich so eine Einertür, aber das ist ja auch ein bisschen doof, ne? Das Eingang, eine Einertür. Da könnte ich aber hier die Bahn noch ziehen. Wie sägen hier eine Einertür aus? Rein aus Interesse. Gut, Gänge. Es ginge schon.
Ja. Das ist halt nicht so geil symmetrisch, ne? Guck mal, das sieht doch, guck mal, schöne Doppeltür. Okay, ich habe eine Idee. Ich kann halt, ne, wenn ich das jetzt hier, also wenn ich hier das Dach noch die Krone ziehe, hier hin auf die Höhe, dann, ne, dann geht's nicht. Aber ich könnte hier einfach gerade rüber machen, ein kleines Vordach quasi. Bis vielleicht... Schwierig bis hier hin. Ist Pi mal Daumen. Ne, dann gänge das eigentlich. Warte mal. Ja, klar. Rennst du noch den Kopf ein, so, ne? Ja, da rennst du halt immer noch den Kopf ein, ne? Da? Okay, da Gänge. Da Gänge halt, ne? Und dann mache ich hier quasi... Moment. Moment mal. Sekunde. Eine Sekunde, bitte. Ich muss etwas gucken. Das war falsch. Habe ich sofort gemerkt. Ist aber nicht so schlimm. Genau. Und jetzt gibt es eigentlich verschiedene Zäune. Ja, ne? Okay, das geht halt. Da muss ich also aufpassen. Warte mal, habe ich nicht noch Zäune hier oben drin? Ah, ich habe noch Zäune. Perfekt. Ne, ist mir hier so ein kleines... Vordach einfach machen. Bam. Oh, ist mir gleich runtergefallen. Ne, da oben kommt dann noch das andere. Also das, der Stein da oben kommt weg. Das könnte halt gut aussehen, ne? Ich hätte eine geile Idee, warte mal. Hier kommt ein Fenster rein, ne? Und da oben wird dann ein Holz ran gemacht. Guck mal, wenn die hier so hier dran sind, so. Ne, das geht halt nicht, aber wenn das dann nach unten quasi. So, als wären da so Fenster, weißt du, so? Die Fensterläden von außen. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir. Hier ist halt ein bisschen knapp, ne? Hier ist ein bisschen... Aber ist okay. Ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage so, meh. Nee, es geht. Lass ich das trotzdem so die Höhe? Ich glaube, ich lasse trotzdem wirklich so die Höhe. Ah, eigentlich kann ich es jetzt wieder ins Hoch setzen, wenn ich das Dach so mache. Ist okay, kann man eigentlich so lassen. Ich muss sie nochmal anpassen. Ach ja, das klassische Design gefällt mir doch gleich schon wieder. Ah, das war knapp. So. Und hier setzen wir einfach so einen Klops rein. Ne, und dann Klassiker. Bam. Ja, das ist okay, komm. Aber das hier muss weg. Zack, zack. Nup. Flup, flup. Hm.
Ne, da hat man hier das Holz und da hast du dann... Ich würde sogar auf den... Hier, auf den... Vielleicht sogar Stein drauf machen wollen. Ne, dass das dann quasi... Wie so Stützen aussieht. Alter. So hier. Okay, und hier lassen wir dann so eine... Könnte man auch machen, ne? Sieht, denke ich, auch ganz geil aus. Achso, da brauche ich das ja nicht machen, warte. Okay. Und dann quasi so. Schnupp. 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 Und stopp. Ja, das hier, das kann man machen. So, genau. Und jetzt haben wir hier dann die Verbindung zum Dach quasi. Ne? Man könnte ja so ein bisschen als Abgrenzung quasi hier dran nur sowas hinmachen. Sowas Kleines. Da kann ich nicht mehr durch. Oder? Doch, kann ich. Ach, guck einer an. Geht. Geht eigentlich echt. Okay, das kann da bleiben. Das heißt, das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Das kann bleiben. Das muss weg. Das muss weg. Und das muss weg. Das kann bleiben. Ja, oh Gott, nicht runterfallen. Ne, und das macht man hier quasi so als... Ja, das gefällt mir irgendwie. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn das halt fertig ist, ne? Man könnte jetzt hier so eine Steinbahn ringsrum ziehen. Ich denke, man könnte mal noch eins weiterziehen, dass es daran geht. Ne, dass es hier sich quasi anpasst. Der Gedanke gefällt mir eigentlich. Das wirkt gut. Warte mal. Und die Axt ist eh gleich kaputt. Jetzt. So, jetzt gehen wir schon mal auf die... Ah, jetzt arbeiten wir schon mit Eisenwerkzeugen hier. Guckt euch das an. Obwohl, das hätte ich eventuell nicht wegmachen brauchen, ne? Ist halt die Frage, gehe ich jetzt hier lang? Ja, ich gehe... Nee, ich bleib hier, komm. Ne, da hat man auch diese Bahn mit dem Stein vielleicht. Das wirkt vielleicht schön für so eine Art Abschluss da. Ja, mal gucken. Das wirkt ganz gut. Ja, das gefällt mir schon ein bisschen. Kann man machen. Ich hätte aber gerne diesen Stein, ne? Dass der innen drin halt vielleicht doch auch so ist. Von innen quasi auch so, ne? Das wäre halt doch nice. Die muss eher an der Wand dann hin. So, ziehen wir mal das Dach. Flup. In Kamin hätte ich ja auch gerne noch, ne? In Kamin habe ich ganz vergessen. Moment, ich brauche den Kamin. Das geht's hier so nicht, ja? Also hier kommt man rein. Mein Zimmer wird hier oben drüber sein. Dann hätte ich natürlich gerne den Kamin schön hier. Hier so. Oder? Ja. Doch. Ich hätte gern zwei Kamine. Einer hier so, im Eingangsbereich quasi, ne? Und hier hinten ein. Ich hätte gern so einen Kamin, der im Raum steht. Hier läuft man ja durch, ne? Das soll jetzt ein bisschen der Durchgang sein. Da könnte man hier so den Kamin hinmachen, so drei lang vielleicht. Wäre eigentlich möglich, ne? Warte mal. Ist hier schon Dings unten drunter? Ah, hier ist schon Dings unten drunter. Weißt du, wenn ich das hier mache... Ich will ja auch das ein bisschen ordentlich machen mit Abzug und allem, ne? Da ist auch das Problem, oben drüber ist mein Zimmer. Was? Gar kein Problem? Moment, oh Gott, jetzt... Hoho, Ideen. Sekunde. Lass mich das ganz kurz schon mal im Kopf durchgehen. Also, Moment. Wenn da der Kamin ist. Na Mann, ich mach den zwei, ne? Zwei breit. So, dann ist hier die Treppe, wo es in mein Zimmer hochgeht. Flup, flup, flup. Mein Bett wird wahrscheinlich hier sein.
Und dann hast du, na, dann kommst du hier hoch die Treppe und da hast du quasi, oh, auf der zweiten Etage nochmal einen kleinen Kamin, der so ein bisschen in den Raum reinragt. So rum, ne? Dann hast du hier das Bett. Hier hast du vielleicht ein paar Schränke und so. Ne? Und dann ist eigentlich eine schöne Idee. So ein Kamin, der im Zentrum des Hauses bis nach oben geht. Das ist eigentlich eine geile Idee, ne? Du kannst auch ringsrum laufen halt so. Also hier unten kannst du ringsrum laufen. Oben kannst du halt nicht ringsrum laufen, weil hier ist dann die Rückwand dann. In der Etage, ne, in der zweiten, in der nächsten. Da kannst du halb. Das ist eigentlich geil. Das ist eigentlich echt cool. Kann man echt machen. Wäre es dann aber angenehmer, wenn ich den Kamin dahin setze, an die Wand. Dann wäre der Hochgang hier quasi zu meinem Zimmer. Dann hätte ich später auch kein Problem hier unten, ne? Mit dem unteren Lager halt, ne? Ich glaube, das hier in die Wand einzulassen, so dreiebreit, ist, glaube ich, echt am besten. Das macht am meisten Sinn. Wenn echt in die Wand einzulassen, ist echt am besten. Dann gönnen wir uns aber auch dreiebreit für Symmetrie, würde ich sagen, oder? So richtig schön fetten Kamin. Lass ich den einen, lass ich den einen in den Raum rein. Ich glaube, schon den einen in den Raum reinmachen, oder? Wenigstens einen in den Raum rein, so. Also dann wird das Feuer quasi hier sein, sozusagen. Und übrigens um einmal Stein. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Das wirkt gut. Ne, so? Ja. Ja, doch. Hier hinten könnte man da irgendwas reinmachen. Soll man den Berg vielleicht so ein bisschen sehen? Oder so einen Stützpfeiler reinmachen? Ich weiß nicht. Irgendwie könnte hier hinten irgendwas rein. Ich weiß auch nicht was. Einfach nur so hier? Ja, könnte man auch machen. Das Problem, also hier oben wird dann ja. Was ist der Boden, ist die Frage, ne? Also der Boden von meinem Zimmer wird, denke ich, hier auf der Höhe sein als Slabs. Das heißt. Müsste halt so sein, ne? Also eins kleiner würde ich es jetzt, ich könnte sich noch eins niedriger setzen, ne, aber dann wäre das wieder so, ja, weiß nicht, dann wäre es wieder so klein. Soll ich es eins kleiner setzen? Quasi auf, dann wär das die Höhe quasi. Dann würdest du hier halt das Feuer brutzeln sehen. Wäre halt auch machbar, ne, das wäre jetzt ja kein Problem, so. Das ist wieder so eine schwierige Sache, ne? Ich könnte natürlich dann auch. Wenn ich das auf der Höhe habe, wäre es mir sogar möglich, wenn ich den Boden auf die Höhe setze, da, also ne, auf die hier. Das wäre halt schon cool. Dann hätte ich quasi hier nochmal eine Art Regal, wo ich quasi was draufsetzen könnte, was halt schon cool wäre. Warte mal, was gibt's denn alles an
hier diese ganzen Ziegelsteinmauern. Die Mauern. Warte mal, da gehe ich zu schon Mauern. Das muss ein bisschen. Mauer. Hm. Die Frage ist jetzt mit einer anderen, mit dem anderen Stein anfangen. Ich weiß, das ist vielleicht so, wenn ich jetzt das Holz hier nehme, so als Kontrast, ne? Warte mal, es gibt doch bestimmt auch noch. Alter, das war ja. Ach, das war ja Zimmermann. Ja, das haben die halt gerade nicht. Da muss ich aber echt nachgucken mit dem Zimmermannsmod. Der ist mir noch ein bisschen suspekt. Mach ich das anders, warte. So ein bisschen Abwechslung hätte ich ja schon gerne. Dann mach ich das so. Oh nein. Machen wir das so. Nicht so. Das ist ein bisschen. Das sieht kacke aus. Das sieht doof aus. Okay, wenn ich das hier lasse. So. Nein, Alter. Was ist denn heute los? Mache ich das so und ziehe dann oben drauf den Boden. Ne, dann habe ich hier nochmal ein Regal, wo ich was abstellen kann. Also wo ich ein Blümchen draufsetzen könnte oder so. Warte, dann mache ich das an. Oh, warte. Damit das auch nicht so globig aussieht. Es stört mich ein bisschen. Da sagt die Axt Ade. Moment. So. Ne, das sieht das gar nicht so schlimm aus. Sieht das eher. Okay, das nicht. Also hier. Moment, das muss wieder weg. Dann habe ich trotzdem so ein kleines Regal hier, wo ich halt was draufsetzen kann. Wie ging diese. Moment, jetzt muss ich selber gucken. Feuer? Feuer! Wo ist denn. Wie hieß denn das? Moment, da muss ich jetzt. Nee. Hier. Ah, eine Kohle. Ah, wie mache ich denn die nochmal? Okay. Wie mache ich das nochmal? Was ist das? Off the streets. Es ist ein Gürtel. Oh, cool. Warte mal. Ging das? Wie ging das? Ging das so hier? Ich muss. Das hab ich. Nee, hä? Hä? Hä, wie ging das? Wie mache ich das? Warte, hier, kann ich hier gucken. Moment. Hoffentlich ist das mit hier drin. Schlamm? Nein, kein Schlamm. Habe ich es jetzt mit dabei? Ach nee, warte mal. War das nicht so hier? Ah, ja. Okay, ich brauche 3 pro. Also nochmal 3. Genau. Also der Fackeln ist da ein bisschen nervig, gebe ich zu. Ah nee, warte mal, ich muss die ja. Ach nein, Moment mal. Ein Kühlchen. Ich brauche noch ein kleines Kühlchen. Eine kleine Kohle. Habe ich noch eine kleine Kohle hier rumfliegen?